Ich bin jetzt mal wieder zurück nach Jesolo gefahren und stehe jetzt hier auf dem Stellplatz Park Daidogi, weil ja, ist noch bezahlbar, kostet 17 Euro pro Nacht inklusive Strom am Stellplatz und Wasser am Stellplatz. Dann gibt es hier noch eine Fernentsorgungsstation. Hier gibt es noch ein kleines Café, glaube ich. Aber das zeige ich euch gleich im Anschluss. So stehe ich jetzt hier. Neben mir direkt die Säule mit Strom und Wasser. Und es gibt drei verschiedene Kategorien von Plätzen. Standard, ein bisschen größer und dann ganz groß. Und danach zahlt man auch. Also für den Standardplatz habe ich jetzt 17 Euro bezahlt, inklusive Strom und Wasser. Ja, jede Säule hat 8 Steckdosen, auf jeder Seite 4 und einen Wasserhahn hier unten. Der einzige Nachteil im Moment bei dem Wetter ist, der Untergrund ist da. Es ist zwar immer ein bisschen Rasen, aber vorwiegend Sand und jetzt feuchter Sand, da trägt man natürlich alles ins Wohnmobil rein. Hier hinter dem Rezeptionsgebäude ist ein Sanitärgebäude mit außen Waschbecken zum Spülen, zum Wäschewaschen, Mülltrennung und die Ver- und Entsorgungsstation. Wasser, Chemietoilette entleeren und die Senke für Grauwasser. Hier an der Seite sind wieder weitere Spülbecken in Chrom gehalten mit warmem Wasser. Und dann hier nochmal außen Waschbecken. Gehen wir mal hier rein. Hier ist Damen und Herren getrennt. Rechts ist Herren, links ist Damen. Waschmaschine. Zu der Waschmaschine gibt es aber keinen Trockner. Man muss dann also seine Wäsche draußen trocknen. Handwaschbecken für Wäsche. Waschmittel kann man hier ziehen. Waschbecken. Duschen, Damenduschen. Hier sind dann die Herrenduschen. Kalt und warm Wasser. Oben Duschkopf an der Wand, keine Bank zum Hinsetzen, aber Kleiderhaken gibt es hier. Und auf der anderen Seite sind Toiletten für Herren, die Damen natürlich auch auf der anderen Seite. Und gerade ein Händetrockner mit WC-Sitz. Ach, hier gibt es auch Duschen mit Handbrause. Hier sind dann nochmal Toiletten und nochmal Duschen mit Ablage sogar da hinten. Hier neben den Waschbecken gibt es auch zwei Automaten, einen für verschiedenste Arten von Heißgetränken, einen mit Snacks und Wasserflaschen und dann gibt es hier noch so drei Spielautomaten. Sitzbänke, was zum Lesen. Wenn man hier ankommt am Area Sosta Camper Day Doggy, dann fährt man bis zur Schranke, die jetzt gerade offen ist. Geht dann hier rechts zur Rezeption, meldet sich an und bekommt dann auch eine Duschkarte. Ich denke mal, die ist aufgeladen und wird am Ende beim Auschecken abgerechnet. 50 Cent, 5 Minuten, hat sie mir bei der Anmeldung gesagt. Vorne vor der Schranke gibt es noch eine, ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen Freizeit-Area,
zwei Grillstellen und sonst hier auf der Grünfläche ist wahrscheinlich sonst im Sommer oder in der Saison auch noch einiges aufgebaut. Ich denke mal, das ist auch eine Art Café dann, was hier stattfindet. Aber jetzt in der Nebensaison, wo der Platz fast leer ist, ist natürlich hier nicht mehr viel. Es gibt natürlich hier auch einige Dauercamper oder Wohnwegen, die überwintern hier und abgedeckt sind, wie hier die beiden zum Beispiel. Und der ganze Platz ist aufgeteilt in ja so eine Art U mit Ausbuchtungen. Und zwar außen sind dann meistens die preiswerten Plätze und innen sind die größeren, die teureren Plätze. Und hier ein Stückchen weiter, da hinten ist der Campingpark, geht es dann direkt zum Strand. Das sind ungefähr, naja, 150 Meter bis zum Strand. Hier gibt es mehrere Beachvolleyplätze, aber natürlich jetzt alles stillgelegt, wie man hier an den Booten auch sehen kann. So, ich bin jetzt hier am Strand von Jesolo, noch recht früh, wir haben kurz vor 8 erst. Und hier tobt die Adria. Das konnte man bis auf den Campingstellplatz hören die ganze Nacht.